So, und da sind wir schon wieder im nächsten Teil der absoluten unendlichen Geschichte. Kennt ihr die unendliche Geschichte? Das wird ja hier auch so ein Ding. Wenn nichts mehr geht, guckt euch einfach Sons of the Forest an. So, wir können hier jetzt looten. Hier liegt einer. Das ist die letzte Generationsfraktion. Da, ganz wichtige Kiste. Die dunkle, da ist immer Explosive drin. So, hier ist zu trinken, hier ist eine Uhr, hier ist noch viel Kladderadatsch. Essen liegt hier. Hier ist noch eine Matte, die brauchen wir gleich. Oh, jetzt hat er sich nicht hin. Oh. So, denn wir müssen ja einmal speichern, bevor wir da rüber schwimmen. Oder bist du mutig? Bist du mutig? Ich bin Schisser. Und dann lass uns... Warte! Schildkröte, Schildi, bam! Bam! Denn wir brauchen ja auch den Panzer und ein bisschen Fleisch. Nehmen wir auch gleich mit. Nehmen wir rüber. Dann machen wir ein Feuer auf der Insel da hinten. Guck mal, kann ich auch mitnehmen. Warum ist denn das hier jetzt? Da hast du lange E gedrückt. Oh, die dumme Sau, oder? Die dumme. Oh, hier einmal Medikamente nehmen, sehe ich gerade. Ich bin, einmal Medicals. Essen. Also, wie fällt der denn aus? Ich hatte nur ein Viertel. Hast du auch noch ein Viertel? Achte mal drauf, ne? Ganz wichtig. Ja, ich weiß. Bam. Du kannst nur drei Panzer mitnehmen. Alles andere schmeißt er gleich weg. Habe ich auch schon erzählt, dass ich Urlaub habe? Nee, ne? So. Hier machen wir jetzt ganz schnell mit der Matte hier oben. Die nehmen wir einmal in die Hand. Es reicht einer. Ich hab mal einen, Alter. Brauchst du nicht machen. Ich mache hier ein Stückchen Holz drunter. Brauchst du nicht machen. Es geht nur um Speichern. Dass wir gleich... wenn wir sterben sollten durch den Hai, dass wir hier einen Speicherstand haben. So, Tag 1. Custom. Im Überschreiben. Ja, das ist der Multiplayer. Und dann gehen wir ganz einfach mal in die Richtung und schwimmen. Bisschen auf die Ausdauer achten. So, zu Anfang, wo es noch flach ist, können wir ein bisschen Chili-Vanille schwimmen. Es ist so chilly. So chilly wie Vanille. Oh, chilly. Achso, man kann da nicht mehr hochspringen. Man muss das irgendwie mit... Ich glaube, mit E war das. Kommt man da nicht mal rauf? Nein, du musst vorne ran und E drücken und dann zieht er sich... Da war der Hai. Dann zieht er sich hoch. Hier vorne ran und lange E drücken. Alter, hat der Hai mich gerade. Ein Viertel Life hat er weggezogen. Hast du noch dein Medikament genommen? Nein. Also rennst du noch mit dem Viertel rum, richtig? Ja. Sehr gut. Komm hier nicht rauf. Ich habe gesagt E von dieser Seite. Ach. Da kommt der Hai. Ich habe kein Medikament. Weil ich hatte dir ja eben schon gesagt, du hast 1000 Sachen mehr eingesammelt, ne? Das ist geil, ne? Geht. Das ist geil. Geht. Es geht doch so schön voran. Ich sage immer, es gibt Schlimmeres. So. So, aber jetzt frage ich mich, wo ist... Ach, da ist die Pistole. Ah, haha, los. Schnell wieder weg. So, aber jetzt frage ich mich, wie man die Pistole in die Hand nimmt. Achso, Tab gedrückt. Oh! Es hat mich wieder irgendwas angebissen. Ja, wieso schön immer ich, immer, Alter? Immer beißen, beißen, beißen. Aber ich kann schneller als der Hai schwimmen. Oh, wieso? Ich bin tot. Warum? Weil ich keine Energie hatte. Wurdest du auch angebissen? Ja. Ich bin tot. So. Ich bin richtig also, tot. Wir haben jetzt eine Pistole. Die ist auch schon dran. Wir haben auch hier dieses kleine Zusatzteil. Das bauen wir nicht dran. Beeren wollen wir auch nicht dran haben. Die... Wie können wir die essen? Ah ne, dann müssen wir den Rucksack wegnehmen und dann können wir sie essen, ne? Ja. Heidelbeeren. Zack, du Schnippi, Schnappi, Schnippi, Schnapp. Was ist das denn? Kann man kombinieren mit... Mit dem? Was ergibt das?
Und womit noch? Eine Energiemischung ergibt das. Okay, das heißt, ich kann die roten aber auch so essen, ne? Oder die hier, ist das richtig? Weidenröschen, mal gucken, was passiert. Okay, ach, geht das Leben hoch. Geil. Also, Weidenröschen, Energie. Was ist das hier für ein Zeug? Igelkraft, Furz. Da geht die Energie wieder runter, toll. Dann essen wir das nochmal, dass es hochgeht. Was ist das hier? Lachsbären. Was passiert da? Gar nichts. Da auch nicht, das ist nur für Essen. Heckenkirsche. Klingt schon giftig. Lassen wir lieber. So, da hinten ist der Köfte. Oh, wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Wurde gefesselt unter Wasser, habe ich mich befreit und dann war ich hier auf einmal an Land und da lag mein Rucksack. Ja, du brauchst ja gar nicht weglaufen. Wozu hin? Ich wollte in die Höhle rein. Knacke ja mal alle weg. Welche Höhle? Muss eine Höhle sein. Oder war hier nicht eine? Nee, hier nicht. Wir müssen aber noch, wollten wir noch die Machete holen, dann müssen wir hier jetzt weiter. Also willst du schon irgendwas bauen oder wollen wir erstmal weiter? Ne, eine Machete brauchen wir ja noch und dann sind wir ja erstmal so Grund ausgestattet. Ja, Pistole haben wir. Die hast du jetzt auch, ne? Ja. Jetzt müssen wir hier einmal rum. Wenn die Dinge da noch liegen, wo sie liegen. Das ist ja auch. Weil die Pistole lag da ja auch noch, ne? Ja, genau. Jetzt müssen wir hier rüber. Das sind aber auch riesen Ausläufer, ne? Mhm. Ich frag mich aber, was mich da. War das der Hai oder war das ein Seestern oder was war das? Hai. Und jetzt haben wir da hinten auch ein kleines Zelt. Das ist auch sozusagen die Homebase. Vielleicht bauen wir da ja auch, wer weiß. Hast du das da gelassen oder? Das habe ich jetzt da gelassen, ja. Ich habe genug Dinger da. Was hat er denn? Achso, keine Luft mehr. Oh, ich wollte gerade sagen, ist da noch eine Insel? Ah, das ist wieder was. Wie neu, ne? Erkunden, schauen, das macht wieder Spaß. So, ich weiß, wenn wir da jetzt rumgehen, da hinten, da ist auch die Höhle. Wir brauchen nicht direkt am Wasser gehen, wir können auch einmal querfeld ein, weil da ist ein Point of Interest. Hier unten ist noch was, das gucken wir uns natürlich an. Und dann sind wir da hinten auf jeden Fall an einer Höhle. Die Höhle nehmen wir natürlich mit. Da sind wir jetzt auch nicht feige. War hier was? Ah, Seile. Seile sind immer gut. Fisch. Hier ist eine richtige Brandung, Alter. So, hier kommen die. Wollen wir hier nicht hängen haben? Wer so einen Scheiß hier macht, der gehört hier nicht her. Auf diese Insel. So ein Dreck. Ja, so, wir nehmen den Point of Interest mit. Das heißt, wir laufen hier querfeld rein. Dann sind wir beim Point of Interest und dann können wir. Da oben da. Genau, dann können wir leicht schräg rüber. Da ist auch die Höhle, die du meinst. Mit der Bucht, die du meinst. Weil die andere Bucht sah jetzt genauso aus. Aber das ist die Bucht ohne Höhle und das ist die Bucht mit Höhle. Ach, da gibt es noch Unterschiede. Ja. Und wir sind auch eigentlich auf Krawall aus. Das heißt, wenn hier irgendwelche Spasenacken kommen. Knacken wir weg. Da gibt's einen Kick bis nach Jerusalem. Ich knack da eine bis nach Istanbul. Ja. Immer. 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 So. Oh, das sind aber Entfernungen hier. Das ist ja eine Riesenkarte, Alter. Die habe ich gar nicht mehr so groß in Erinnerung. Dorf. Da. Da ist der Knacker bis nach Jerusalem. Hier, vor uns. Ey, warte mal, die ist aber komplett angezogen. Warte mal. Das sieht schon zivilisierter aus. Hier, die rennt hier vor mir. Ach, da.
Rennen aber auch die Bäume hoch. Hier ist ein Baum, ja. Ach, so eine kleine Katze, Alter. Hier sind. Oh, der war mal. Hier ist eine. Auch noch eine? Ein Typ irgendwie, ja. Aber erstmal gucken, ob der feindlich ist, wenn wir ihm die Sachen klauen. Zeigt mal her eure Taschen. Kevin. Ne, die scheinen friedlich. Oh, da sind noch mehr. Ja, aber die scheinen, glaube ich, friedlich zu sein, ne? Oh, Alter. Bist du krank, oder? Oh, ja, ich werd krank hier wahrscheinlich, ne? Dreck. Guck mal, die scheinen aber... Die werden nicht hauen. Hör mal. Knack die mal richtig eine. Hör mal. Man verpiss dich, Alter. Du kriegst jetzt von mir eine rein. Ich schlitz dich. Mitkommen. Jetzt hängen wir dich hier auf. Wo ist der Pfahl? Jetzt wirst du gekocht. Auch schon Dreck drin. Hier. Mulla, mulla, mulla. Oh, da kommt noch mehr. Du wirst voll ver... Hier, der folgt unseren... Hä? Seh ich nicht. Da oben ist noch eine. Ja, weiter zum Point of Interest erstmal. Hier, kommt er runter. Hier, er ist der Chef. Oh, du, er ist wirklich der Chef. Ja, warte. Wir müssen den Chef eine reinhauen hier. Oh. Oha. Jetzt muss ich mal einmal ganz kurz. Wie sieht eine Energie aus? Ich habe keine Energie. Medikamente. Hast du ihn tot gehauen? Medikamente habe ich nicht. So, jetzt zeigen wir denen mal, was wir mit dem Chef gemacht haben. Hier. Hinder. So, was bist du für ein Hinder? Sag mal, was ist denn das, Alter? Was bist du hier für ein Hinnack? Guck mal, wie sie tanzt. Na, die tut nichts, dann lasse ich sie auch. So, weiter geht's zum Point of Interest. Kevin rennt schon mal vor. Wieso rennt Kevin vor? Der weiß doch gar nicht, wo wir hin will. Alter, du bist auch behindert, oder? So, die Blumen nimm mal mit. Was nimmst du damit? Point of Interest. Es ist manchmal, es kann dann wieder sein. Hier, ne? Ja, es kann, genau. Es kann natürlich auch sein, dass manche Let's Plays halt, aber wir wollen alles ungeschnitten zeigen, ne? Nur dass ihr das wisst. Heißt, gewisse Laufwege könnt ihr vorspulen, aber es ist ja, bei uns ist es ja immer lustig. Es ist eine lustige Truppe. Ja. Ist ja immer lustig. Oder? Immer. 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 Oh, warte mal. Was ist das? Sägeboot. Hä? Oh, toll. Das kenne ich allerdings auch noch nicht. Das hat ja einer gebaut dann hier. Immer. So, jetzt, immer. Jetzt müsste der... Hörst du ihn schon? Er fängt an auszuschlagen, unser GPS. Ding, 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 ding. Ich glaube, ist das die Schrotflinte hier? Ist das die Schrotflinte, die wir freischaufeln müssen? Wir haben keine Schaufel, dann kannst du es vergessen. Doch, ich glaube, das ist die Schrotflinte, Alter. Doch, 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 doch. Ich glaube, hier ist die Schrotflinte. Hier. Hast du ein Buddelwerkzeug? Woher? Oh nee, Alter. Hier ist die Schrotflinte drin. Oh. Ja, wird nix. Nee. Aber wir wissen, Schrotflinte. Also, so war es mal mit der Schrotflinte. Ja. Point of Interest, 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 Interest. Nimm die Pilze. So einen Dreck. Nimm die Pilze mit. Wenn wir rauchen. Hier ist noch was. Och, was ist denn hier los, sag mal. Oh, warte mal. Warte mal.
Speicher einmal kurz. Was war das denn? Okay. Munition. Genommen. Ja, Batterien! Ein Feuerzeug. Alter, ich habe die geilsten Sachen hier. GPS-Tracker habe ich schon, Radio habe ich. Dosenfraß habe ich. Beste, was geht, Alter. Das Beste, was geht. So, weiter runter zur Höhle. Give me mal ein Bottle Bottle. Knack vielleicht mal eine bis nach Easter. Give me mal ein Bottle Bottle. Ich glaube, das hätte man nicht essen dürfen. Aber was sind denn hier für Tiere, Alter? Kein Wunder, dass der Server hier so leckt. Oh! Das sieht gut aus. Guckt euch das mal mit dem Nebel, mit der Nebelschwade da. Ist das geil gemacht? Oh, warte mal, was haben wir hier? Warte mal. Alter, hau doch mal vernünftig. Du triffst mich an. Ja, ey, du bist mir reingelaufen. Ja. Ah, jetzt sind wir gleich da. Geiler Ort. Aber. Ist das ein Wasserfall? Ja. Aber hier bauen wir nicht. Nee. Aber ich finde die die Vegetation finde ich richtig nice gemacht. Ich renne rechts von dir. Da ist eine Ortschaft. Oh, da ist was. Na, hier so ein Massengrab. Oha. Ich gehe einfach durch mit E. Zack, 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 zack. Alles aufsammeln, fertig. Oh, hier, jetzt nehmen wir alles. Ich bin hier Massensammler. So schnell wird hier alles weggelootet. Immer weiter, immer weiter. Ja. Da haben die Schnapsen gar keine Chance, wenn wir hier looten. Wie so ein Sauger. So, alles weg. Alles weg. Bis zum letzten. Selbst den Skeletten haben wir die Knochen. Die Knochen geklaut, Alter. So. Und jetzt sind wir auch schon kurz. Wir brauchen eine Schaufel. Wo gibt's die Schaufel jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Soll ich das Admin-Tool aufmachen? Nein. Nein. Nee, das ist ja du. Nee. Das Admin-Tool, wie gesagt, habe ich schon öfters erwähnt. Glaubt mir aber immer keiner. War damals bei DayZ schon so. Ich brauche das für Videoaufnahmen. Das heißt, wenn ich irgendwo schnell hin muss, was zeigen will, weil ich da was gebaut habe, weil ich was umgescriptet habe, dann muss ich das schnell machen. Oder irgendwas spawnen muss. Ich kann ja nicht hier für jedes Video, fange ich erstmal ein Survival-Game an. 8 Stunden muss ich Essen sammeln, damit ich dann nachher irgendwann 9 Stunden zu dem Ort hinlaufe, wo ich die Videoaufnahmen mache, weißt du? So denken sich das ja einige. Ja, du hast doch Zeit. Ja. Du hast doch jetzt Urlaub. Da ist der richtige Chef. Was hat der denn in der Hand? Wieso ist der doppelt so groß wie die anderen? Ich sehe keinen. Alter, mach mal deine Augen auf. Das ist der Sessel vom Chef. Da sitze ich jetzt drauf. Aber das Gute ist, die sind gerade alle da runtergegangen. Also wir haben jetzt Zeit, wir können mal hier durchgucken, ne? Wie steht ich hier wieder auf? Da Kevin ist schon wieder hier. Guck mal, da haben die auch so einen komischen Typen hingehen. Was denn hier? Was war das? Ach, ein Motor. Das kann ich ja erst gleich mal einsammeln. Hey, ich bin auch voll. Hier ist noch was. Wer hängt denn da? Ja, habe ich. Wer ist das hier? So. Ah ne, hier ist noch eine Kiste. Hier Solarpanel sind da jetzt drin, ne? Das kann doch eine interessante Sache. Wer ist er denn hier? Den darfst du nehmen, das ist ein Gegner.
hat er für eine komische Haut? Früher konnte man die doch auch schlitzen, damit du Schutz hattest. Ja. Ist ja alles nicht mehr. Nee, die nicht. Ach nee, das waren die, andere. Das sind die Mutanten. Ach, wo sind die denn hingelaufen? Wir müssen sowieso in die Richtung. Ja, wo sind die denn? Ich, keine Ahnung. Sind die vielleicht auf der Jagd oder was? So, warte mal, wie Medikamente sagst du? Ja, wieso habe ich keine Medikamente? Da ist er. Oder einer, oder wer ist das? Aber ich muss doch Medikamente haben. Hey. Wer bist du? Das ist einer mit schwarz angemalten Augen. Das sind mehrere. Hat er eine Gitarre? Ah, hier, das ist der große. Warte mal. Das ist eine Gitarre? Nee, das ist ein Motor. Das ist ein Arm, Alter. Nein, das ist der Motor vom Boot. Den hat er in der Hand. Der will den Motor. Der will dir den Motor in den Arsch drücken. Alter, weißt du, was ich da mache? So? Der macht Kevin tot. Weil, oh! Wie viele Schüsse braucht er? Oh, der liegt. Wie hat er mich denn erwascht? Der war doch hinter mir. Da war noch einer. Ach so. Scheiße. So, den habe ich erstmal seinen Motor weggeballert hier. Ach, wir haben eine Knarre, Alter, bin ich dumm. Oh, Alter, Junge. Ach, warte, ich kann nicht retten. Nee, wieso? Ich bin doch hier. Ach, nee, es war Kevin. Oh, Kevin war auch tot. Na, Kevin, du bist auch selten dämlich, du. Ohne Scheiß. So, meine lieben Freunde, das war der goldene Kopf mit dem Motor in der Hand. Schon tot? Ruhet in Frieden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.